Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie einfach man sich einen Knopf wieder annähen kann, wenn einem der vom Mantel abgegangen ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Im ersten Schritt braucht man natürlich zuerst mal den richtigen Knopf, und zwar ich habe da einen gefunden, der ungefähr passt für diesen Mantel. Der ist zwar nicht so glänzend, aber die Form, die Kontur ist ziemlich dieselbe. Gut, dann müssen wir als erstes mal hier den Knopf an den Fuß reinmachen. Dazu löse ich den alten Fuß einfach. Das sind so schnell Anhaftfüße, würde ich mal sagen. Das ist so ein Schnellverschluss. Die sind sehr praktisch. Und dann hat man hier vorne gleich den richtigen Fuß drin. Da nehme ich den da raus, mache den anderen da jetzt rein, kann die Klappe wieder schließen und gehe jetzt hier mit dem Fuß da drunter. Und dann fahre ich es einmal nach unten und dann nimmt es den Fuß auch auf. Dann schnappt der ein. Normalerweise. Na? Ich bin ein bisschen zu weit hinten. Jetzt hat man es klicken gehört. Jetzt seht ihr, ist der dran, der Fuß. Bevor wir jetzt loslegen müssen, müssen wir den kleinen Anschiebetisch da wegnehmen und hinten den Transporteur absenken. Ihr werdet gleich sehen, was da passiert. Schaut mal hier hin. Und zwar hier auf die Transporteure, die unteren. Wenn ich jetzt das da hinten bewege, nur schauen in welche Richtung. So, jetzt sind die versenkt, seht ihr, die sind nach unten gerutscht. Genau, so, weil jetzt habe ich keinen Transportvorgang mehr und das brauche ich ja beim Knopf. Der Knopf ist ja immer auf derselben Stelle. Dann wähle ich hier bei der Maschine das Programm 49. Dazu gehen wir auf Home, hier den Stich, dann gehen wir hier runter, bis die 49 kommt. Hier sieht man auch schön das Symbol, der Knopf. Und jetzt haben wir das auch da schon eingestellt. Dann legen wir den Stoff unter die Maschine und den Knopf. So. Da haben wir zur Orientierung. Man sieht noch, wo der alte Knopf war. Und jetzt legen wir uns das so drunter. Der Knopf da noch dazwischen. Schaut mal so, dass es ungefähr passt. Ja, so, und dann so. Und jetzt machen wir noch einen Trick, weil bei den Mänteln gibt es meistens so einen Garnsteg, der noch zwischen Knopf und Stoff ist. Und zwar deswegen mache ich da jetzt so eine Nadel zwischen rein, bevor ich das Ganze absenke. Dann passiert nämlich Folgendes, dann wird der Knopf nicht vollständig an den Stoff direkt hart dran genäht, sondern er hat einfach ein bisschen einen Abstand. So, jetzt haben wir das, und zwar jetzt arbeiten wir mit dem Handrad. Ja? Ich drehe jetzt mit dem Handrad einmal runter. So. Und schau, dass ich das Loch treffe. Treffe ich es gut? Na, ich muss noch ein bisschen auf die Seite, beziehungsweise ein bisschen breiter werden. So, jetzt habe ich mal gesagt, ich mache 4 mm. Dann drehe ich nochmal mit dem Handrad. So. Na, ich glaube, das sieht gut aus. Jetzt auf der anderen Position. Jawohl, das passt auch. Nochmal zurück. Ja, ich denke, so klappt. Seht ihr? Immer lieber mit dem Handrad mal vorher vordrehen, bevor man das Ganze mit der Maschinenfunktion macht. Und dann kann ich sie jetzt aber auch einschalten. Und machen wir mal so 10 Stiche. Jawohl, so, jetzt habe ich den ersten Teil da schon mal angenäht, mache die Nadel mal raus, wobei ich hätte sie direkt drin lassen können. Jetzt heben wir den ganzen Fuß auf
rutschen den Knopf einfach ein bisschen nach hinten, senken dann den Fuß wieder ab. So. Und jetzt schauen wir wieder mit dem Handrad, ob die Position passt. Na, jetzt passt sie nicht, da bin ich ein bisschen zu weit rechts jetzt links gelandet mit dem Knopf. Ein bisschen rüber. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Jetzt ist schön in der Mitte. So, dann darunter. Ja, wunderbar. Schön in der Mitte, oder? So, aber... Ja, genau. Aber warum hält sich der Faden da nicht? Ist mir der Unterfaden abhanden gekommen? Das ist jetzt komisch. Warum kommt der Unterfaden nicht hoch? Beziehungsweise das spannt sich nicht darüber. Also stimmt irgendwas mit dem Unterfaden nicht. Ui, da muss ich jetzt mal kurz schauen. So, jetzt habe ich mir das nochmal angeschaut. War aber eigentlich alles in Ordnung. Also Unterfaden war noch da und auch nicht abgerissen. Jetzt machen wir nochmal von Hand. So. So. Ja, warum kommt denn der Unterfaden nicht hoch? Beziehungsweise warum wird denn der da nicht mitgenommen unten? Da muss ich jetzt nochmal schauen, irgendwas stimmt da gerade nicht, komisch. So, jetzt habe ich es gerade mal kurz angehoben, den Nähfuß, und wieder abgesenkt und jetzt hat es funktioniert. Und jetzt habe ich die Position auch schon eingerichtet mit dem Handrad und dann starten wir einfach. Machen wir 10 oder vielleicht 15 Stiche. Wunderbar. So, jetzt haben wir es. Jetzt heben wir den Nähfuß ab, ziehen die Nadel raus und jetzt sehen wir hier, dass das wunderschön angenäht ist. Können gleich mit dem Fadenabtrenner da den Ober- und beziehungsweise die zwei Fäden abtrennen und dann sehen wir jetzt hier, wie das geworden ist. Seht ihr, da vielleicht ist noch, steht noch einer ein bisschen raus. Den kann man noch abmachen. Der ist ein bisschen überlang. Und dann seht ihr, wie einfach das war, so einen Knopf wieder anzunähen. Was kann man zusammenfassend sagen, wenn man den richtigen Knopf wieder hat und das entsprechende Garn und mit der entsprechenden Nähmaschine geht das ratzfatz selber gemacht und ganz, ganz schnell. Man kann das Ganze natürlich auch von Hand machen, wer keine Nähmaschine hat, mit einer normalen Nähnadel und mit einem Garn kann man das ganz einfach auch von selbst machen. Aber man muss einfach sagen, es ist komfortabler mit der Nähmaschine. Man kann durch diese Nadel, die ich zwischen reingesteckt habe, einen Abstand, eben diesen Garnsteg produzieren, damit der Knopf nicht so dicht am Material anliegt, und das ist halt schon ganz schön praktisch und erleichtert einem eine solche Arbeit. Ich hoffe jetzt, das Video hat euch gefallen. Wenn das so war, dann gebt mir doch gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.